Das Bastel, hier ist der Basel. Auf meinem Kanal gibt es alles rund ums Basteln. Welche Bastelschere am besten ist oder welcher Kleber. Viel Spaß! Please weiter, hier ist der Basel. Heute gibt es das erste Basteltutorial. Viel Spaß! Also, zuerst muss man das so knicken, dass die Ecken höher an der Punkt und auf der Punkt genau aufeinander liegen. Dann muss man das hier schön drüber streifen. So. Auf der anderen Seite auch. So. So. Dann klappt das wieder aufeinander. Und dann nehmt ihr hier oben die Ecke. Und macht die ein bisschen hin. So. So. Und dann muss es genau auf der Mittellinie liegen. Wisst ihr? Wie beim Fußball. So. Und dann hier wieder glatt streifen. So. Richtig. Und dann so hier oben so richtig die Ecken schon so machen, dass es auch richtig Halt hat. So. Dann nimmt ihr die andere Ecke oben so und macht sie wieder auf die Mittellinie wie beim Fußball. Dann so, dass das wieder schön parallel ist. So. Und so. So. Dann habt ihr schon mal so viel erreicht. So. Dann sieht das alles so aus. Dann müsst ihr das einmal so knicken, dass das alles hier so in einem Bündel zusammen ist. So. Dann müsst ihr gucken, ob ihr alles richtig gemacht habt. Ja, das Bündel sieht so gut aus. Und dann einfach hier wieder glitzern. So. Und so. Dann habt ihr hier oben so, das Stück Papier und tut das hier so hin, dass das so ein sehr schönes, so das sieht aus wie eine Waffel, wisst ihr, so vom Waffeleisen, kennt ja jeder, und so, und das muss ich hier so ein bisschen feiner machen, so, ja. Und seid ihr, bleibt bis zum Ende beim Video, dann mach ich den ultimativen Flugcheck, dann wieder Glas ziehen, so. Oder macht ihr alles auf der anderen Seite auch? So. Und so ist es schön wieder parallel. Ja. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So. Und dann. So. Hier schön oben die Ecke so. So, genau. Und dann hier alles wieder glatt streifen. So. Und so. Und ja. Ups. Dann sieht das alles so aus. Dann müsst ihr es nur so auseinanderklappen. Zack. Dann habt ihr hier auch schon einen geilen Papierflieger. Und jetzt zeige ich euch, wie der fliegt.